Ni hao, meine lieben Freunde, ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Brawl Stars. Und zwar, wie ihr an dem Titel sehen könnt, werde ich heute alle Skins kaufen, die man mit Gems kaufen kann, die mir noch fehlen. Und zwar fehlen mir, glaube ich, noch diese 4 Stück. Dann müsste ich alle Skins haben, Leute. Wenn ihr sowas feiert, dass ich mal alle Skins kaufe etc., würde ich mich natürlich sehr freuen, Leute, wenn ihr jetzt schon mal alle einen fetten Daumen nach oben da lasst für den Support. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr mich kostenlos abonniert. Ich würde sagen, Leute, bei 5000 Likes, okay, wenn dieses Video die 5000 Likes kriegt, werde ich nochmal so ein Video machen. Aber diesmal kaufen wir alle Starpoint-Skin. Ihr seht, ich habe 152.000, ne? Und ja, wie gesagt, bei 5000 Likes werde ich die Starpoint-Skins alle kaufen. Und Leute, momentan gibt es ein Giveaway noch bis Ende des Monats. Und zwar werde ich jede Woche 20 Euro an euch verlosen. Und wie ihr daran teilnehmen könnt, ist sehr einfach. Tragt meinen Creator-Code ein und kauft euch irgendetwas und nimmt es auf und markiert mich auf Instagram. Und dann werde ich euer Post retweeten und ihr habt jede Woche eine Chance, 20 Euro zu gewinnen. Eine 10 Euro Google Play oder iTunes, Paysafe, was immer ihr auch haben möchtet. Ansonsten, ja, schnacken wir nicht lange und kaufen die Skins. So, als erstes die Freebox. Natürlich kann ich nichts ziehen, das ist klar. So, let's go. Und der erste Skin ist ready. So, das ist so teuer, ne? GG einfach. Komm, wir kaufen uns jetzt. Denkt dran, Leute, Creator Code Landi, falls ihr was kauft, auf Ehre. Weil ich habe einfach ich habe, falls ihr das nicht wisst, ich habe für 2000 Gems aufgeladen. Und ja, kaufen jetzt alle Skins einfach. Aber ich muss sagen, diese Skins, die ich gerade kaufe, die sehen auch sehr geil aus, ne? Und ich habe euch ja versprochen, wenn ich einen Creator-Code habe, kaufe ich mir alle Skins. So, Leute, offiziell müsste ich jetzt alle Skins haben, die es gibt. Außer die Starpoints. So, ich würde sagen, wir spielen auf jeden Fall noch ein paar Runden mit diesen neuen Skins. Und würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr dieses Video bis am Ende anschaut, damit ich ein bisschen wieder raushole. Von dem Geld, was ich investiert habe, natürlich auf Ehre. So. Okay, ich bin mit Randoms reingegangen. Oh, dieser Mortis, clean. Leute, clean. Dieser random Mortis. Ich habe jetzt rechts aufgemacht, damit ich besser treffen kann. Oh. Oh Leute, dieser Skin sieht so nice aus. Schreibt mal in den Kommentaren, welchen von den Skins ihr am besten findet, von denen ich gerade gekauft habe. Ich glaube, der Brock-Skin und der Karl-Skin ist auch ziemlich nice. Den spielen wir auch gleich. So. Ich spiele jetzt einfach mit Randoms, ne? Und zu testen, um die Skins mal zu testen. Ich habe sie, wie gesagt, noch nie gespielt. Ich habe sie jetzt zum ersten Mal gekauft. Oh, und tschüss. Sehr schön. Mal gucken, ob ich das carryen kann. Ich muss alle killen, dann kann er durchdashen. Ah. Rollball mit Random mache ich eigentlich nie, Leute. Das wisst ihr, ne? Aber ausnahmsweise mache ich das mal. So. Übrigens habe ich geplant, einen 12-Stunden-Stream zu machen am Wochenende. Aber ich werde euch morgen bei dem morgigen Video wahrscheinlich oder übermorgen mehr bekannt geben. Deswegen, Leute, falls ihr noch nicht abonniert habt, abonniert mich und aktiviert die Glocke. Ich werde es in den Community-Tab reinschreiben, wenn ich 12-Stunden-Stream mache oder wann ich ihn mache. So, wir spielen jetzt mal den Schweinereiter Karl. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich sehe ihn ja. Leute, ihr wisst ja, die Skins sind ja schon ein bisschen länger draußen, aber ich habe mir die nie gekauft, weil ich gewartet habe extra auf den Creator-Code. Beziehungsweise es extra für ein Video machen wollte alles. Ich hätte mir wahrscheinlich, wenn ich nicht YouTube machen würde, auch alle gekauft, aber nicht mehr alle, die Doppelskins haben. Also nur so limitierte. Aber da ich euch das ja wie gesagt versprochen habe, kaufe ich alle Skins. Und wenn dieses Video wie gesagt die 5000 Likes schafft, werde ich auf Ehre auch alle Starpoint Skin kaufen.
Sehr schön. Ich habe 150.000 Starpoints. Ich kann sowieso. Momentan habe ich nur den Crow und den Jesse Skin. Das heißt, 60.000 habe ich ausgegeben. Oh, wow. Okay. Also ich bin wieder mit Randoms reingegangen, nicht wundern. Also ich kenne diese Spiele alle gar nicht. Karl wurde genervt, ne? Aber ich glaube, Karl ist immer noch ziemlich stark. Oh, Spike gegen Spike. Max Spike gegen ein nicht Max Spike. Wir haben eine Legendary Combo mit Crow und Spike. Ne. GG! Holy Leute, was soll ich da dazu sagen? So, dann bin ich mal gespannt. Das ist das erste Mal, Leute, und ihr seid live dabei. Das ist das erste Mal, dass ich den überhaupt ein Bo-Skin spiele. Bo hat jetzt 3 Skins und davon sind 2 Star-Powern. Und diesen Skin habe ich ja jetzt eben gerade in diesem Video gekauft. Hä, ich weiß nicht, was dieser Mortis macht, aber okay. Oh. Leute, schreibt mal übrigens auch in den Kommentaren, welchen Brawler ich als nächstes auf Rang 35 mache. Also ich habe, wenn ihr dieses Video anschaut, morgen kommt wahrscheinlich das Rang 35er Video Mr. P. Und danach überlege ich noch Sandy zu pushen. Und danach könnt ihr entscheiden, was ich als nächstes push. Wahrscheinlich sowas wie Jean oder Piper hat einen coolen Skin bekommen. Oder ich kaufe den Flex. Bo, Leute, ihr wisst ja, ne? Flex Crow ist auf 35. Vielleicht mache ich den Flex Bo, wenn ihr dieses Video die 5.000 Likes voll macht und ich mir den goldenen Skin kaufe. Sehr schön. 2-0 mit Randoms. Geht doch fit. So, wir spielen mal eine Runde Solo Showdown. Let's go. Oh, direkt 2 Kisten. So, ich bin mal gespannt, ob ihr möchtet, dass ich alle Skins kaufe. Also ich muss euch aber auch ehrlich sagen, ich hätte schon eigentlich Bock, die ganzen Star Points Skins zu kaufen. Es gibt halt echt geile, ne? Oh mein Gott. Leute, ihr kennt's, ne? Die Kirchenglocke. Wir haben in 3 Minuten 12 Uhr. Ist voll knapp, ne? In einer Stunde ist das Video schon hochgeladen. Und ich muss das noch bearbeiten. GG Landi. So. Gucken wir mal. Ah. Die campen da alle, ne? Die campen. Ah, ne, die kämpfen. Cool. Okay, ich bin tot. Oder auch nicht. Wie wollte ich eigentlich auch auf Rang 35 pushen, aber die wurde jetzt genervt. Und die ist mittlerweile nicht mehr. Also, sie ist noch stark, aber sie ist nicht mehr so OP. Mal gucken. Aber ich denke, ich werde sowieso keine Probleme haben, wie auf Rang 35 zu pushen, weil ich allgemein. Oh, ja, das war's mal wieder komplett. Jetzt spielen wir mal den Max-Skin, den habe ich auch noch nie gespielt. Okay, wie denn auch? Ich habe ihn gerade erst gekauft. Also Leute, ich muss echt sagen, diese Skins von Supercell, was die designt haben, beziehungsweise Brawl Stars, sehen alle sehr, sehr nice aus. Es gibt keinen Skin, wo ich sage, Katastrophe, ne? Wirklich. Es gibt einige Skins, wo ich sage, die sind jetzt nicht so OP im Gegensatz zu den anderen, aber an sich sind alle sehr, sehr nice. Schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr sehen wollt, ob ich mal so eine Skin-Liste mache, für mich persönlich. Wo ich euch sage, welche Skins sind am besten oder den Preis wert. Das fragen mich auch immer, wenn ich live streame. Sehr viele Leute. Welchen Skin würde ich kaufen von denen und denen? Welchen Star Power? Übrigens habe ich eine Star Power Liste, ne? Falls ihr es nicht wisst, werde ich sie euch unten nochmal verlinken, die Star Power Liste. Sehr schön. Okay, 8-Bit ist überhaupt nicht mehr gut, ne? Oh. Hallo. Als ob die teamen. Oh mein Gott, ich werde gesandwiched. Oh, was ist das, Leute? Ich spiele, glaube ich, bei 700 oder so, ne?
Genau das ist das, was ich meine, Leute. Showdown ist so lost. Das nächste Mal mache ich nur noch 3 vs 3 Videos mit Teammates. So, ich würde sagen, wir machen noch eine Abschiedsrunde, Leute. So. Ich spiele jetzt mal den Leon-Skin. Den Leon-Skin habe ich mir vor 2 Tagen oder so ein Video gekauft, als ich Teil 1 gemacht habe. Den ganzen Shop leer kaufen. Leute, checkt es auch sehr gerne ab nach dem Video. Ich werde es in dem Endcard verlinken. Guckt es euch einfach bis am Ende an, das Video, und dann könnt ihr das andere Video angucken, wo ich die anderen Skins alle gekauft habe. Ich glaube, ich habe jetzt einfach 80 Euro oder so ausgegeben. So. Ah. Okay, Leute, ihr kennt das, ne? Die Teamen wieder, machen wir mit und dann klatschen wir die. Oh mein Gott. Der Leon High Skin, ne? Ist echt sehr geil. Schreibt mal, soll ich mal Leon auf Rang 35 pushen? Falls ihr es nicht wisst, ich war einer der ersten, ich glaube, ich war sogar der erste auf der Welt, der Leon auf 1000 gepusht hat mit dem alten System, Leute. Ich hab damals plus 2 minus 7 bekommen auf 900, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall plus 2 jedes Game. Ich habe ab 700 Trophäen nicht ein Spiel verloren. Sorry, nicht ab 700, sondern ab... Was macht er? Ab 800, Leute, habe ich keine Games mehr verloren. Von 800 bis 1000 habe ich durchgestreamt, 10 Stunden oder so, und habe jedes Game gewonnen. Das war so OP früher. Da wurde ich auch gesniped 1000 Mal und habe alle besiegt. Ja, das ist auch übelst krass gewesen. Mein Leon war damals echt gut mit dem alten System. Und jetzt wurde Leon gebufft. Eventuell werde ich Leon mal auf 1250 pushen, wenn ihr sowas feiert. Momentan mache ich ja allgemein eine Rang 35er Series. So. Gar keinen Bock auf dieses Geteame. Ich töte jetzt auch den Karl gleich. Okay, egal. So, Leute. Ich würde sagen, das war's jetzt mit diesem Video, ne? Wie gesagt, wenn dieses Video die 5000 Likes schafft, werden wir alle Star Power Skins kaufen im Shop. Und denkt daran, Leute, wenn ihr was kauft im Shop, tragt meinen Creator Code ein, führt mir den extra Support, kostet euch nichts und würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Ja, lasst ein Like da, ein kostenloses Abo. Wir sehen uns heute Abend im Stream oder morgen 13 Uhr bei einem weiteren Brawl Stars Video. Ciao, haut rein.